Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Eines Tages, da rennt ein Mann hinter einem Bus her. Er rennt und rennt und rennt, um den Bus an der Station zu erwischen. Doch einige Schritte, bevor der Mann den Bus erwischt, schließen sich die Türen des Busses und der Bus fährt weiter. Doch der Mann gibt nicht auf. Er rennt und rennt weiter hinter diesem Bus her, um den Bus an der zweiten Station zu erwischen. Und wirklich, wirklich eine halbe Armlänge, bevor er den Bus erwischt, schließen sich die Türen des Busses und der Bus fährt weiter. Doch der Mann, der gibt nicht auf. Er rennt weiter und weiter und weiter hinter diesem Bus her, um den Bus an der dritten Station zu erwischen. Und wirklich, er springt und nur eine Handbreite, bevor er diesen Bus erwischen kann, schließen sich die Türen des Busses und der Bus fährt weiter. Doch der Mann, der auf die Brust und Nase gefallen war, steht auf, klopft sich den Staub vom Leibe und rennt weiter hinter diesem Bus her, um den Bus an der vierten Station zu erwischen. Und die Insassen des Busses, die das beobachten, halten den Busfahrer an und sagen: Halt an! Halt endlich an! Da ist einer, der rennt schon seit 3 Stationen hinter deinem Bus her. Halt endlich an! Und der Busfahrer hält an. Und der Mann kann endlich einsteigen und fragt: Können Sie mir bitte sagen, wohin dieser Bus fährt? Meine liebe Freunde und Freundinnen, wenn ihr an dieser Stelle jetzt gelacht habt herzlichst oder euch fragt, wofür steht diese Geschichte? Mit was für ein Thema hat diese Geschichte zu tun? Dann lade ich euch jetzt herzlich zu diesem Video willkommen. Mein Name ist Ali Reza, ich bin Geschichtenerzähler und Storytelling Coach. Ich erzähle Geschichten für mein Leben gerne, denn ich bin davon überzeugt, dass Geschichten die Kraft besitzen, die Menschen da draußen im Herzen und in ihrem Gedächtnis zu erreichen und schließlich sie dazu zu bewirken, gewisse Entscheidungen zu treffen, hoffentlich Entscheidungen, die für sie toll und positiv sind. Und wenn du bis hierhin zugehört hast und fasziniert und hypnotisiert warst von meiner Geschichte, die ich zu Beginn gleich angefangen habe zu erzählen, dann weißt du auch, was ich hierhin geschrieben habe. Nur die Story überzeugt. Nur die Kraft einer Geschichte ist in der Lage, deine Botschaft und deine Message in die Herzen und in den Gedächtnis der Leute zu transportieren. Ich will dir in diesem Video einen ganz schnellen Leitfaden geben, wie du gute Geschichten erzählen kannst. Also lasst uns loslegen. 3 Regeln für gutes Geschichtenerzählen. Was diese 3 Regeln sind, das ist nicht das, was die Menschen da draußen propagieren mit Heldenreise, Pipapo und so weiter und so fort. Du brauchst keine Bücher, um gute Geschichten erzählen zu können. Die aller nullte Regel, nicht erste Regel, nullte Regel, die ich dir geben will, ist: Verlass dich auf deine Instinkte. Verlass dich auf dein Herz. Verlass dich auf deine Seele. Verlass dich auf deinen Kopf. Ich gebe dir gleich eine weitere Einleitung, wie das geht. Aber meine Message in diesem Video ist: Du kannst Geschichten erzählen. Du brauchst keine weiteren Informationen. Du brauchst nur Umsetzung. Du brauchst nur die Transformation deines Wissens. Du brauchst nur die Transformation, was in deinem Herzen ist, was in deinem Geist ist, was in deinem Seele ist und du willst es den Leuten da draußen geben. Und ich sage, setz auf eine Geschichte, setz auf deine Geschichte. Und wie du das erreichen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Du hast bereits in deinem Leben tausende von Geschichten gesehen, tausende von Geschichten gehört, tausende von Geschichten erlebt in deinem eigenen Leben. Und der Prozess des Geschichtenerzählens, das ist durch diese tausende und tausende und tausende Geschichten, die du erlebt, gehört, gesehen hast, in dir drin. Du brauchst ihnen nun zu folgen. Und wie du die Geschichten aus dir rausholst und sie spannend für andere machst, befolgst du, indem du nur diese 3 Regeln befolgst, die ich dir sage. Setz dich hin, nimm dir ein weißes Blatt, hier ein Heft, wie ich es habe. Nimm dir ein weißes Blatt
Mal dir einen Kreis und schreib in der Mitte des Kreises. Erste Regel, was du zuallererst befolgen musst, ist, was willst du sagen? Lehn dich zurück, entspann dich, entspann dein Geist, entspann deine Seele, entspann dein Herz. Geh hinein in dich und frag dich, was willst du anderen Menschen sagen? Was willst du anderen Menschen geben? Wenn du das tust, und es ist ein weißes Blatt vor dir, mit einem Was, mit Fragezeichen in der Mitte, dann sei einfach kreativ und schreib für dich auf, wie als würdest du ein Bild malen, mal oder schreib auf, was ist es, was du zu sagen hast. Such es in deinem Herz, such es in deinem Schmerz, such es in deiner Seele, such es in deinem Kopf. Denn so findest du heraus den Nutzen, den Benefit und den Gegenstand, was du den Leuten da draußen geben und sagen willst. Das ist das, was deine Geschichte später transportieren soll und transportieren will. Das ist das, was die Menschen da draußen von dir wollen. Sie wollen einen Gegenstand haben, ob geistig oder physisch, das ihnen in ihrem Leben hilft. Finde heraus, was ist dieser Gegenstand, den du dann denen da draußen geben willst. Ist es eine Botschaft? Ist es eine Methode? Ist es eine Strategie? Was es auch immer ist, eine Formel, eine Lösung für ihr Problem. Finde das heraus und konkretisiere es. Denn davon willst du deine Geschichte erzählen. Wenn du das gemacht hast, kommt die zweite Regel ins Spiel. Und die zweite Regel lautet, warum willst du ihnen das sagen? Nimm dir wieder deine weißen Blätter und nimm dir wieder die Blätter, die du beschrieben hast mit was und stell ein Warum vor ihnen. Frage dich, wenn du zum Beispiel geschrieben hast, ich will den Menschen da draußen helfen, ihre alltäglichen Ängste zu überwinden. Meinetwegen, du bist ein Hypnose-Coach, wie ich es zum Beispiel liebe, ja, wie ich Hypnose liebe und Selbsthypnose täglich praktizieren, um vieles in mir zu integrieren, vieles in mir zu überwinden, wenn es Ängste sind und so weiter und so fort. Sage ich mir zum Beispiel als Hypnose-Coach, ich will den Leuten zeigen, dass ihre Ängste nicht größer sind als ihre Talente. Ich will ihnen zeigen, dass das, was sie zu glauben, was ihnen hindert, ist viel kleiner, als sie es glauben. Ich will, dass ihre Ängste sich schrumpfen und sie ihre Träume sehen, beispielsweise. Ja? Jetzt weiß ich, dass ich das machen will. Okay? Und dann frage ich mich, warum will ich ihnen das sagen? Beispielsweise dieses Warum ist, weil ich eine Methode kenne, nämlich Hypnose, und mit der Hypnose weiß ich, wie ich ihre Angst in Sekundenschnelle auflöse und sie total in ihre Kraft kommen und das erreichen, was sie erreichen wollen. Ich weiß, wie das geht. Deshalb. Weil ich mit meiner Hypnosemethode Geld verdienen will, weil ich anderen Leuten helfen will und gleichzeitig gutes Geld verdienen will. Tausende Gründe, die für mich stehen, um anderen Leuten zu helfen. Tausende Gründe, um anderen Leuten besser zu helfen. So kommst du zu deinem Motiv, was ich hier geschrieben habe. Denn dein Motiv hilft dir, eine bessere Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die kraftvoll ist. Eine Geschichte, die Inhalt hat, Sinn und Vision. Also, finde zuerst heraus, was willst du den Leuten sagen? Und finde zunächst heraus, warum willst du das sagen? So kommst du zu viel Material. Und das nächste ist, der nächste Schritt, der dritte und letzte Schritt ist, wie kannst du das sagen? Nachdem du das Was und Warum herausgearbeitet hast, verspreche ich dir, dass diese vielen Blätter, viele Mindmaps vielleicht, die du dir erstellt hast, viele Bilder, die du dir gemacht hast, viel Content, Inhalt, was du gefunden hast, wenn du die ausbreitest vor dir, wird das alles dich dazu verhelfen, die Frage nach wie zu lösen, wie du eine gute Geschichte erzählst. Nämlich,
welches Bild, welche Erfahrung in dir, welche Bilder in dir kennst du, welche Geschichten hast du bereits erlebst, ja, die dir helfen, dieses Was und Warum zum Ausdruck zu bringen. Glaube mir, ich habe schon vielen Menschen geholfen, gute Geschichten zu erzählen. Ich weiß, dass das der einzige Weg ist. Nicht irgendwelche Theorien, die in irgendwelchen Büchern stehen. Du brauchst keine Informationen. Du brauchst nur diese drei Fragen folgen. Und ich verspreche dir, folge der ersten und der zweiten Frage. Die sind am allerwichtigsten. Was willst du sagen? Schreib so viel du kannst dazu. Warum willst du das sagen? Geh in die Tiefe. Finde heraus, warum du diese Dinge den Menschen da draußen sagen willst. Und diese zwei Fragen führen dich automatisch zu Bildern, Erfahrungen, Geschichten, die in dir sind. Und du fängst automatisch sie an zu erzählen. Und wie einfach das Geschichten erzählen ist, das weißt du bereits. Du fängst an zu erzählen, du hast einen guten Anfang. Du brauchst einfach nur einen guten Anfang. Was ist ein guter Anfang? Der die Leute hineinzieht und in ihnen die Frage entwirft automatisch. Oh, das Thema entwirft automatisch. Oh, dahin bringt mich diese Geschichte. Dahin bringt mich der Mensch, der diese Geschichte erzählt. Dahin führt mich diese Figur. Diese Probleme hat diese Figur. Und da kommst du schon zum Mittelteil deiner Geschichte. Was für Probleme hat die Figur in deiner Geschichte? Welche Probleme will es überwinden? Mit welchen Herausforderungen ist es im Konflikt? Vertiefe diesen Konflikt. Zeige diesen Konflikt. Multidimensionalisiere diesen Konflikt. Und du wirst sehen, deine Geschichte wird automatisch interessant. Und was ist der dritte Akt, wenn du den ersten, zweiten Akt gerade hast? Der erste Akt, du wirfst das Thema, die Fragen, die Welt, in der die Geschichte spielt. Der zweite Akt ist, du vertiefst all dem, entführst uns in dein Thema, in die Welt der Geschichte und deines Helden. Und das dritte ist, du zeigst uns, wie er oder sie das Problem gelöst hat, die Herausforderung gemeistert hat. Und wenn du es in deinem Sinne benutzt, beispielsweise, wenn ich die Leute für Hypnose begeistern will oder für Storytelling, ja, dann bringe ich Beispiele, wie meine Klienten vorher bestimmte Herausforderungen meistern mussten. Und als sie gelernt haben, von ihren Herausforderungen in Geschichten zu erzählen, haben die Leute angefangen, ihnen zuzuhören. Vorher haben sie nur Fakten, Daten, Texte entworfen. Jetzt erzählen sie aber Geschichten. Durch diese Geschichten fangen die Leute an, ihnen zuzuhören. Oder bei Hypnose erzähle ich den Leuten, wie bestimmte Klienten von mir bestimmte Ängste hatten und was diese Ängste mit ihnen im Leben gemacht haben. Und als sie zu mir gekommen sind, was habe ich mit ihnen gemacht und was ist das Ergebnis danach gewesen? Wie war die Veränderung in ihrem Leben? Diese Geschichte erzähle ich. Boom, fertig. Also, für gute Geschichten gehst du und findest heraus, was willst du sagen. Und fragst dich danach, warum du das alles sagen willst. Und ich verspreche dir, du wirst die Bilder, Geschichten, Erfahrungen finden, die du brauchst, um die zu erzählen, damit deine Botschaft sichtbar wird. Fertig, aus, Ende. Wenn du bei diesem Prozess, gute Geschichten zu erzählen, meine Hilfe brauchst und sagst, du willst es mit mir umsetzen, denn, wie ich dir schon gesagt habe, du brauchst keine weiteren Informationen, du brauchst keine Bücher, gar nichts. Du brauchst keine Informationen, du brauchst Transformationen. Du musst deine Informationen umsetzen in Geschichte. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann kontaktierst du mich einfach. Guck unter diesem Video, habe ich meine Kontakte hingeschrieben. Du kannst mich per E-Mail erreichen oder per Telefon. Und du schreibst mir per E-Mail, wer bist du, was machst du und wobei brauchst du Hilfe. Was für ein Projekt hast du und was für Geschichten willst du dafür erzählen? Ich helfe dir dabei. Das ist alles. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich bin Ali Reza, der Geschichtenerzähler und Storytelling Coach. Wenn du gute Geschichten brauchst und du willst die Umsetzung schnell haben, dann kommst du zu mir. Guck unter diesem Video, melde dich bei mir per E-Mail oder per Telefon. Ich danke dir. Bis bald, dein Ali Reza, der Geschichtenerzähler und Storytelling Coach.